Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Missgeschicke mit Todesfolge. Beziehungsweise heute ändere ich das Format ein kleines bisschen um und nenne es einfach nur kuriose Todesfälle. Ich habe hier so eine coole Internetseite gefunden mit extrem kranken, kuriosen, ungewöhnlichen Tonen und Selbstmord. Und daraus lese ich dann gleich ein paar Sachen vor. Erzähl da mal wieder ein bisschen drüber. Man kennt es ja. Jetzt noch ein kurzes Wort zum Gameplay im Hintergrund. Das ist eine Runde Sprengkommando zusammen mit zwei Kumpels von mir. Den einen kennt ihr, das ist der Two-Arm Wolf. Hier könnte es anders sein. Die Runde lief am Anfang echt bescheiden, weil wir gegen eine Fünfer-Lobby gespielt hatten. Und das Spiel auch schon mitten in der Gänge war. Was dann passiert ist, das sieht ziemlich cool aus. Auf jeden Fall haben wir den Clan, das war so ein Clan, gegen den wir gespielt hatten, dazu gebracht, dass der am Ende abgehauen ist, bis auf einer. Und das war schon recht ordentlich. Vor allem müsst ihr mal drauf achten oder so, was da so alles passiert. Und da lese ich mal den ersten los. So. Curry Q aus Sydney beging Selbstmord, indem er sich in der Tiefkühltruhe seiner getrennt lebenden Frau einschloss. Für die 130 Kilogramm schwere Dame befestigte er zum Abschied noch einen Zettel an der Truhe. Stopf das doch auch noch in dich rein, du fette Sau. Das muss wahre Liebe gewesen sein. Ich meine, stellt euch das mal vor. Na, ihr seid ein bisschen korpulent, da euer Ex-Mann, kann man ja schon fast sagen, ne, begeht Selbstmord und dann kriegt ihr noch so eine Botschaft zum Abschied. Das ist schon ziemlich hart. Das ist schon echt krass. So, 1997 verstarb eine Frau aus Denver, Colorado am Steuer ihres Fahrzeugs, weil sie während einer Vollbremsung ihren Lippenstift verschluckte. Ja gut, ne? Man sollte seinen Lippenstift, man sollte sich auch nicht unbedingt schminken, wenn man feiern muss. Ja, aber das ist auch so ein Tod, ey, den wünscht sich auch keiner. Fährst da mit deinem Auto, machst dich noch eben kurz hübsch, was weiß ich, hast ein Vorstellungsgespräch, irgendwie sowas. Musst eine Vollbremsung machen und dann stirbst du, weil du deinen Lippenstift verschluckst. Ja. Aber gut, es geht noch krasser. Florissa E., eine junge Rumänin, erhängte sich kurz vor ihrer Hochzeit, weil sie sich mit ihrem zukünftigen Gatten nicht über das Menü für das Hochzeitsmahl einigen konnte. Ja, das ist ein Grund, sich umzubringen. Was? Nee, ich möchte aber das zum Essen haben. Nein, das. Nee, aber das. Ich bring mich um. Was? Warum? Ich meine, ganz ehrlich, das ist doch kein Grund, sich umzubringen. Wirklich nicht. Oh Mann. Aber gut, es gibt halt auch solche Leute. Dann geht es weiter mit. Auf Nummer sicher gehen wollte ein arbeitsloser Kranführer aus Hamburg. Nachdem er sein Haus in die Luft gesprengt hatte, lief er in ein nahes Gartenhäuschen, trank eine Flasche Pflanzengift, legte sich eine Drahtschlinge um den Hals und schoss sich, als sich diese zuzog, zur Sicherheit auch noch eine Kugel durch den Kopf. Der Mann wollte sterben. Ganz ehrlich, also der wollte wirklich sterben. Der ist schon echt krass. So, und es geht weiter. Kopflos handelte ein Arbeiter aus Trzink, im ehemaligen Jugoslawien. Ich habe keine Ahnung, ich verlinke das Wort mal hier mit, dann könnt ihr mir sagen, wie man das genau ausspricht oder so. Und ihr könnt es selber versuchen. Im ehemaligen Jugoslawien. Er sägte sich mit einer Kreissäge selbst den Kopf ab. Ich verstehe nicht, ich meine, ich könnte das nicht mehr, mit einer Kreissäge den Kopf abzuhacken, abzusägen. Nee. Warum? Naja. Ihm Spaß macht. Genau. Dann lese ich den mal vor. In den 50er Jahren beging der 28-jährige Ferdinand Mullen einen sonderbaren Selbstmordversuch. Der Lebensmüde hatte am Schwanz einer Katze eine Schnur befestigt, deren zweites Ende an den Abzug eines gegen seine Brust gerichteten Gewehres gebunden war. Mullen schreckte dann die Katze und löste so dann den Schuss aus. Ey, war gut. Wenn's klappt, ist ja schön, aber meistens klappt sowas nicht. Oh Mann. Ach, Entschuldigung. So, sich vor ein Auto zu werfen, ist eine unsichere Sache. Da bei derart leichten Fahrzeugen immer die Gefahr besteht, noch einmal mit dem Leben davonzukommen. Deshalb wollte es ein 48-jähriger Barra-Fahrer aus Erding besser machen. Er schrieb einen Abschiedsbrief an die Lieben daheim und fuhr wie gewohnt zur Arbeit. Doch kurz nach Arbeitsbeginn stieg er von seinem Raupenfahrzeug herunter und legte sich vor dem rollenden Bagger. Seine Erwartungen wurden erfüllt. Er war sofort tot. Ich
Ich meine, ja gut, es geht hier wirklich tatsächlich eigentlich nur um Selbstmorde. Aber es ist schon krass, weil sich von seinem eigenen Bagger, also sich generell von einem Bagger überrollen zu lassen, es ist schon krass. Nö, wenn man sich das mal vorstellt. So. Am Ende kommt immer alles anders, als man denkt. So auch für einen 63-jährigen Amerikaner, der sich, um sein Leben ein Ende zu setzen, mit Benzin übergoss und anzündete. Doch die Schmerzen waren so gewaltig, dass er in den nächsten Teich lief, um die über seinen Körper züngelnden Flammen zu löschen. Bei dem Versuch ertrank er. Puh, das ist, ja. Ich meine, ne, du willst dich umbringen und übergießt dich mit Benzin, zündest dich an und dann stellst du fest, oh mein Gott, wenn man brennt, schmerzt das ja. Und ja, und dann springst du in einen Teich, um dich doch zu löschen. Und da denkst du eigentlich, dass du das Ganze dann überlebst und ertrinkst dabei. Das ist irgendwie Ironie. Ja, so kann man es nennen. So. Für manche Menschen ist eine kleine Ursache schon ausreichend genug, um freiwillig aus dem Leben zu scheiden. Eine Frau aus Colombo vergiftete sich, weil ihr Ehemann ohne ihr Einverständnis den TV-Kanal gewechselt hatte. Und ein 19-Jähriger erhängte sich an einem Baum, nachdem er zuvor das Auto seines Vaters gegen denselbigen gesetzt hatte. So, das muss man mal separat voneinander betrachten. Also die eine Frau vergiftet sich selbst, weil der Ehemann den TV-Sender wechselt. Also das ist schon krass, ne? Ich will das aber nicht gucken. Ich bring mich jetzt um. Okay. Und das bei dem 19-Jährigen? Ja gut. Man weiß ja natürlich auch nicht, wie krass sein Vater bei sowas reagiert oder reagiert hätte. Und wenn man dann vielleicht den Selbstmord wählt, kann man das vielleicht sogar verstehen. Es ist zwar immer noch krass, aber man kann es ein bisschen nachvollziehen. So. Der belgische Postbote Jean-Marie Thibault wurde insgesamt sechsmal von bewaffneten Gangstern ausgeraubt. Und nach jedem Überfall stellte er bei seiner Dienststelle einen Antrag auf Versetzung in einen ruhigeren Bezirk. Da ihm dieser jedoch jedes Mal verweigert wurde, erhängte sich der frustrierte 54-Jährige schließlich in seine Wohnung. Er hinterließ vier Kinder. Das ist schon krass. Ich meine, wenn man als Postbote arbeitet, sechsmal überfallen wird und dann diesen Gedanken hat, so, nee, ich will das nicht mehr. Ja, die ganze Zeit versucht, was zu ändern und das dann nicht gemacht wird, dann kann ich es ein bisschen nachvollziehen, dass man irgendwann nicht mehr weiter kann. Ja, das kann ich nachvollziehen. Das war schon krass, aber gut. So, einen lese ich noch vor und dann ist das Gameplay auch gleich vorbei. Wenn es auf dieser Welt einen Mann gibt, der wirklich einen Grund hat, in den Zoo zu gehen, so ist es jener Geschäftsmann aus Kairo, der sein Leben ein Ende setzte, weil er den Unterhalt für seine 26 Kinder, 35 Ex und vier gegenwärtigen Frauen nicht mehr finanzieren konnte. Okay, Polygamie ist das, glaube ich. Naja, Polygamie in seiner reinsten, schönsten Form. Ich meine, 26 Kinder, 35 Ex-Frauen und dann noch 34 Frauen, vier Frauen gleichzeitig separat dazu? Das ist krass. Aber gut. Das Gameplay neigt sich jetzt auch gerade dem Ende. Ich hoffe, euch hat euch diese etwas andere Folge mit Missgeschicken mit Todesfolgen gefallen. Wenn ja, dann lasst doch eine positive Bewertung da und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao.